Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zur WinPilot Software. Heute zeigen wir euch, wie ihr in der WinPilot Software eine neue Charge starten könnt. Um eine neue Charge zu starten, muss ich zuerst den Tank auswählen, in dem ich die neue Charge starten möchte. Ich kann jetzt zum Beispiel, hier ist mein einzig freier Tank, der B3. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann schlägt mir das System gleich vor, eine neue Charge zu starten. Ich kann zum Beispiel da jetzt auch auswählen meine Kategorie, ich wähle meine Sorte aus, ich kann eine Chargennummer vergeben, beziehungsweise wird die auch anhand der Grundeinstellungen, die ich definiert habe, automatisch generiert. Der Startbetrag wird mir vorgeschlagen anhand der Tankgröße, den kann ich hier aber auch noch modifizieren. Ich kann auch noch zum Beispiel eine Qualitätsstufe eingeben, einen Startzucker eintragen und hier schon die ersten Temperatureinstellungen vornehmen. Das kann ich aber alles noch im Nachhinein bearbeiten. Und dann klicke ich hier auf Play, um die Charge zu starten, und es öffnet sich schon das Chargenfenster. Man kann dieses Chargenfenster, das haben wir in einem anderen Tutorial gehabt, ganz individuell anpassen. Man könnte sich zum Beispiel die Analysen weiter raufholen und die Messwerte weiter runter. Und dann fehlt mir hier noch mein Temperatur-Widget. Das aktiviere ich da oben. Und jetzt kann ich quasi meine Temperatureinstellungen vornehmen. Ich kann zum Beispiel sagen, meine Zieltemperatur ist bei 20 Grad, ich gehe in den Kühlmodus und ich kann hier auch einstellen, wann ich einen Alarm haben möchte, wenn ich vielleicht 2 Grad unter meiner Zieltemperatur bin oder 3 Grad, sage ich lieber 2 Grad über meiner Zieltemperatur bin. Ich kann einstellen, wie lange ich den Alarm unterdrücken möchte, dass ich zum Beispiel erst 5 Minuten nach Unterschreiten oder Überschreiten der Zieltemperatur benachrichtigt werden möchte. Und ich kann einstellen, wie lange diese Unterdrückung des Alarms gelten soll. Wenn ich meine Einstellungen vorgenommen habe, dann kann ich hier auf Speichern klicken, das ist ganz wichtig, damit die Einstellungen auch übernommen werden, und damit ändert sich dann auch die Grafik in meinem Tank. Ich sehe durch die blaue Schrift, dass wir im Kühlmodus sind und die Zieltemperatur bei 20 Grad liegt. Genau, und das war es eigentlich schon zum Start einer neuen Charge. Ein bisschen anders verhält sich es, wenn ich einen schmutzigen Tank auswählen würde, um eine neue Charge zu starten. Dann schmutzige Tanks sind mit diesem Stoppsymbol markiert. Wenn ich auf diesen Tank draufklicke, fordert mich das System zuerst auf, den Tank zu reinigen. Ich könnte natürlich auch eine neue Charge ohne Reinigung starten oder eben gleich reinigen und eine neue Charge in einem starten, und dann ist dasselbe Prozedere in einem. Das war es eben auch schon zum Charge anlegen. Falls es Fragen gibt, wie immer gerne unten in die Kommentare posten oder per E-Mail an service@winpilot.com wenden. Bis zum nächsten Mal.